guten Morgen. Das ist Grumpy Cat. Frühstück um 3:15. Also ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Geduld mit. Ich bin jetzt erst beim Samstag angekommen. Ja. Und wir sind schon bei 17 Minuten. Also das wird ein Vlog, der wird ein bisschen länger. Es ist 13.21 Uhr und ich habe es endlich geschafft. Dabei hatte ich für heute noch andere Dinge vor. Vielleicht ist es doch nicht das Schlauste, den Vlogtober einfach als Wochenvlog hochzuladen, weil der wird echt lang. Wenn man jeden Tag so ein paar Snippets hat. Und ich habe gerade den Sonntag, den Montag und den Dienstag erstaunlich lang gehabt. Und dann den Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag nur noch echt kurz gehalten, weil ich wusste, es wird einfach sehr lang. Und ich mich am Dienstag oder Mittwoch entschieden hatte, dass ich das am Sonntag hochlade. Das ist einfach ein Rhythmus, mit dem kann ich besser. So, wir müssen uns jetzt erstmal fertig machen. Ich sitze hier immer noch in meinem Schlafanzug-Oberteil und... Wir haben ein paar Pflanzen, die wir endlich mal eintopfen wollen. Das ist jetzt welche Reihenfolge? Wir werden sehen. Also zum Beispiel das gute Stück hier. Könnt ihr das ein bisschen erahnen? Die hat mega Wurzeln geschlagen. Das bringen wir jetzt mal alles auf den Balkon. Und wir brauchen ein paar Töpfe. Ich glaube nur, dass ich nicht mehr so viele große Schöne habe, wisst ihr? Also den brauchen wir gleich auf jeden Fall mal. Ich habe sonst nur hier so diese Dinge. Reis ausgenommen. So. Die kommt einmal ins Badezimmer. Die ist schon richtig schön lang. Und die hier kommt auch wieder ins Badezimmer. Es ist jetzt schon fast 2. Weil ich eigentlich abends um 6 esse, esse ich jetzt was Kleines. Ich mache mir hier so mein letztes Toastbrötchen. Toaste ich mir gerade mal auf. Das mit dem richtig schönen Ordnung halten in der Küche klappt irgendwie nicht. So ein Rotz. Liegt vielleicht daran, dass ich ständig was mit reinbringe, aber nicht wieder rausräume, so wie Werbung. Genau, und wahrscheinlich mache ich, oh, ich habe den veganen Fleischsalat da, glaube ich. Achso, wir machen erstmal meinen Salat leer. Also, wer Fleischsalat so gerne isst, wie ich eigentlich, dem kann ich den hier besten Gewissens empfehlen, weil man schmeckt gar keinen Unterschied. Und das erleichtert ein bisschen mein Gewissen, weil die meisten Fleischsalate gibt es ja tatsächlich nur aus der Massentierhaltung. Und ich versuche ja, wenn ich kann, das nicht zu unterstützen. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for
If I wrote you a poem, if I posted a letter. Wir gehen jetzt spazieren. So, ist ja schimmelig hier drinnen noch. Und ich habe jetzt 100 Schritte gemacht, laut Handy. Ein bisschen mehr, aber laut Handy 100 Schritte. Suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too, whatever the cost. Vielleicht könnt ihr erraten, was die beiden wollen. Es ist 6:15. Was denn? The one for me now, cause what am I supposed to do? If you are not the one, not the one for me, then tell me now what I could do. Hallo und guten Morgen und herbstlich willkommen. Ich habe im letzten Vlog, den ich jetzt gestern geschnitten hatte, gesehen, dass ich euch gar nicht begrüßt habe. Das hole ich hiermit offiziell nach. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich frühstücke gerade und versuche so ein bisschen Herr zu werden über meine Flut an Papier, die hier liegen geblieben ist. Wir haben jetzt ganz viele Bewerbungen reinbekommen, was erstaunlich ist, weil ja eigentlich Erzieher, auf der einen Seite Erzieher gesucht werden, wie blöd, Telefon. Die unten waren schneller. Auf der anderen Seite ist die AWO OWL insolvent gegangen und ich glaube, dass davon jetzt gerade ganz viele kommen. Also davon waren 2 von 3 Bewerbern, waren AWO OWL, die jetzt natürlich was suchen ab 1.1. Nehme ich. Also, wenn ich es mir leisten kann, nehme ich. Warum sitzt du jetzt da hinter dem Pfeiler? Zeig dich. Da. Seht ihr das? Das ist ein Specht. So, hallo. Heute ist Dienstag. Vielleicht könnt ihr euch noch an meine Päckchen erinnern, die ich eingepackt habe. In diesem Adventskalender bin ich die Türchen Nummer 1. Also kleben wir jetzt auf alle 24 Päckchen einmal eine 1. Und weil das alles ist, was ich machen werde, ich werde da kein Gedöns drauf machen, habe ich überlegt, dass ich mit diesem coolen goldenen Washi-Tape aus meinem Adventskalender letztes Jahr da die Einsen draus mache. Vielleicht bin ich gerade irgendwie im Paradies gelandet. So, ich war heute nochmal beim Sonderposten, bevor ich Lucy vom Tierarzt abgeholt habe und habe mir hier diese Tüten für mein zweites Türchen gekauft. Die werde ich einfach nur bekleben mit diesen Sternen und dann die Zahl 6 draufschreiben. Ich habe nämlich einmal die 1 und die 6. Und wie der Zufall es will, sind die dann auch gekommen. Es gibt also am Nikolaus einen Bio-Schoko-Riegel.
Und ich hoffe, dass mit Espresso viele was anfangen können. Ist einfach Kaffee. Ja. Samstagmorgen in der Villa Danon. Wir hocken hier und schauen alle Simsi. Wir werden heute Sims spielen. Ich habe es lange nicht mehr getan und ich vermisse es ein bisschen. Guten Morgen, wir haben uns auch endlich aufgerafft. Wir haben schon Haare gewaschen, Pflaster gewechselt, Hausflur gewischt. Und ich habe mein Konto bei der Sparkasse in Oberhessen offiziell gekündigt. Ich lasse los. Ich lasse los. Und ja, das war ein bisschen anstrengend und traurig, alles zugleich. Auf der anderen Seite freue ich mich auf das, was eben jetzt die nächsten Tage kommt, nämlich Suppe. Ich mache ganz viele Suppen und Eintöpfe. Und ich habe beschlossen, heute mit einer gerösteten einer gerösteten Tomatensuppe anzufangen, weil ich so viele Tomaten habe, die unbedingt weg müssen, weil die mir sonst kaputt gehen. Die eine habe ich gestern rausgenommen, bevor sie mir weggeschimmelt ist. Also habe ich echt Glück gehabt, dass die anderen eben noch nicht, hoffentlich noch nicht so angegriffen sind. Das heißt, wir gehen jetzt einkaufen. Und dafür nehme ich euch mit. Also wir fahren jetzt zuerst zum Lidl. Und dann zum Rossmann-Aldi-Bereich für Sachen, die ich eventuell nicht kriege. Und zum Noltenhof Hähnchen kaufen, damit ich eine Hühnersuppe machen kann. If I wrote you a song, if I got every word perfectly waited. Okay. Ich habe Zahnpasta bekommen. Ich habe noch einen Rest Mundspülung. Das dürfte reichen, bis ich zum nächsten Mal einkaufen gehe. Deswegen muss ich nicht mehr unbedingt zum Rossmann. Dafür, dass es nur Rezepte zum Backen, Frühstücks und zwei Suppen waren, die ich gekauft habe, waren einfach 47 Euro weg, ne? Ja, wir fahren jetzt Hähnchen holen. So sieht dann mal am Ende das Ausmaß aus, wenn ich euch zeige, was ich so eingekauft habe. Wir müssen jetzt mal wegräumen. I'm always surrounded by intruders. Lucy will schon wieder. Und zwar meine unfassbar tolle geröstete Tomatensuppe. Da ist jetzt noch Petersilie rein. Und weil das ja nur Tomaten und Zwiebeln sind und sonst nichts,
gibt es 2 dicke Haferkekse, 1 Kaki und einen halben Apfel. Danach so zum Durchsnacken für heute Abend. Und dabei versuche ich das erste Mal ein Dreieckstuch zu häkeln. Ja, mal gucken, was das wird. Nein. Die geht da mit der Pfote rein. Da kennt die ja gar nichts, ne? Das ist heiß, Lucy.